So, liebe Triathlon-Freunde, heute geht es um meine Lieblingsdisziplin, das Laufen. Aber nur weil man was gerne macht, heißt das nicht, dass man das besonders gut macht. Das will ich aber. Ich will besser werden dieses Jahr. Ich will meine Zeit auf der Langdistanz verbessern. Und dafür hole ich mir Hilfe bei Lars Wichert. Lars ist nicht nur einer der schnellsten Age-Grupper auf diesem Planeten, er ist auch noch einer meiner Kollegen aus der Triathlon-Redaktion. Und deswegen lautet die berühmte Frage, kannst du helfen, Kollege? Moin Nils, natürlich. Na gut, dann machen wir mal losgehen. Dann legen wir los. Let go of everything that you know and be wild in the mystery. So can you help me out? Oh, can you help me out? Lars, nur mal zur Einordnung, bevor wir zu mir und meinen Baustellen kommen. Du bist damals in Hamburg bei deinem ersten Triathlon aus dem Stand, ohne jemals zuvor einen Marathon gelaufen zu haben, dahingegangen zum Ironman Hamburg und hast den aus dem Stand gewonnen. Da fragen wir uns natürlich alle, wie hast du das gemacht? Aber was mich Richtung Laufen interessieren würde, wie war das für dich dann zum ersten Mal diese Marathondistanz zu machen? Genau, wie du sagst, ich bin vorher nie einen Marathon gelaufen. Das längste war so 2 Stunden 15, 2 Stunden 10 mal ein Long Run. Ansonsten eher immer so um die 90 Minuten. Für mich in Hamburg war es relativ gut, einfach das runterzubrechen, dass du 4 Runden hast. Ich finde immer das Angenehme, wenn du Strecken hast, die du einfach runterbrechen kannst, dass du eben nicht vor diesem großen Ganzen stehst, so die 40 Kilometer vor dir hast und denkst, oh, wie soll ich die bewältigen, sondern dass du es runterbrichst. Und ganz klar, dass du selber irgendwie einen Fahrplan im Kopf hast, wie du es schaffst, deine Technik immer wieder zu bearbeiten oder dass du einfach so eine kleine Checkliste hast, die du pro Kilometer irgendwie abgehst, sodass du auch eine gute Ablenkung hast und technisch eben über die gesamte Zeit von 3 bis 5 Stunden eben dran bleibst. Genau, darauf wird es für mich halt auch ankommen und da würde ich dich halt bitten, dass du dir das mal anguckst, wie es bei mir aussieht. Denn wenn man sich Läufer wie dich, ich habe damals fotografiert in Hamburg, habe es immer wieder gesehen und auch, ja, auch bei den Profis natürlich, auch gegen Ende des Rennens sieht das noch fantastisch aus. Die Technik ist genau so, wie sie sein soll. Ja, wenn ich mir Fotos von mir angucke oder auch Videos, die es ja mittlerweile gibt, da sehe ich dann doch immer, da sind einige Baustellen, die ich so auch teilweise auch selber merke, teilweise aber auch nicht, wo ich dann immer überrascht bin, wie es aussieht. Und ja, vielleicht kannst du mir da den einen oder anderen Kniff verraten. Absolut. Also ich würde nicht behaupten, dass ich laufe wie Patrick Lange oder so. Der hat auf jeden Fall noch ein paar Schritte voraus, wenn man es so sieht. Aber theoretisch weiß ich auf jeden Fall, wie es möglichst aussieht. Versuche auch immer dahin zu kommen und nehme dich da gerne mal mit an die Hand, weil so das Wichtigste, was wir generell ja beim Laufen haben wollen, ist, dass wir eine gewisse Leichtigkeit reinbringen. Und diese Leichtigkeit erreichen wir dadurch, dass wir eine geringe Bodenkontaktzeit haben. Also wenn du losjoggst und einfach immer extrem lange auf dem Boden stehst, wirst du niemals so eine gute Leichtigkeit haben. Und da ist es wichtig, dass wir dir irgendwie ja, Dinge eben an die Hand geben, dass du dieses Gefühl hast, dass dieses gesamte Laufen von dir sich eben leicht anfühlt und du das vielleicht in der ersten Stunde schaffst und dann aber auch in der 4. oder 5. Stunde. Und da haben wir einfach so ein paar Punkte, wie wir es hinkriegen und ich gucke einfach mal an, wie du läufst und dann schauen wir, wie wir dahin kommen, dass du dich noch leichter fühlst. So machen wir es. Auf geht's. So, die ersten Meter sind gelaufen. Lars, wie sieht's aus? Wie steht's um mich? Erstmal die erste Frage an dich. Was würdest du sagen, ist so deine größte Baustelle? Ich habe natürlich jetzt schon ein paar Punkte gesehen, wo ich direkt eingreifen würde. Habt ihr auch gerade schon unserer Kamerafrau gesagt. Deshalb ist es da jetzt nicht so, dass ich mir was anderes ausdenken werde. Ja. Also was ich selber merke, ist auf der einen Seite so mein Fußaufsatz. Das weiß ich natürlich aber auch von Bildern. Das ist ja relativ, ich merke es auch. Also ich schlage immer richtig die Hacke ein so und habe halt echt Fersenaufsatz. Da weiß ich nicht, wie schlimm das ist. Es gibt ja auch prominente Beispiele bei den Profis, die das durchaus auch machen. Da halte ich mich dann immer dran hoch. Was, glaube ich, aber noch so ein bisschen schwieriger ist, und das weiß ich selber, das merke ich auch, ich sack immer sehr zusammen irgendwie beim Laufen. Das weiß ich nicht. Also vor allen Dingen mit großer Ermüdung. Also das
sieht man dann bei Aufnahmen jenseits der 20 Kilometer, da wird es dann echt finster. Das ist das, was ich auch selber so merke. Genau, genau das ist mir auch aufgefallen. Also Fußaufsatz ist jetzt nicht so die Sache, wo wir jetzt direkt sagen, wir gehen daran, weil es wird relativ schwer werden, wenn wir jetzt einfach sagen, du musst immer versuchen, über den Mittelfuß zu laufen, weil dadurch werden wir es nicht hinkriegen, dass du einen leichteren Laufstil hast. Was sehr auffällig ist, ist quasi, dass du mit einer Oberkörpervorlage läufst, aber eben die Oberkörpervorlage nicht dadurch kommt, dass du die Hüfte durchkriegst, sondern dass du eher so ein bisschen mehr absitzt und so einen Entenpo hast, übertrieben gesagt, ja, dass der Po quasi nach hinten geht, um den Oberkörper nach vorne zu kriegen. Und das ist eigentlich so das größte Problem. Wenn wir das so ein bisschen rauskriegen, wirst du insgesamt schon einen anderen Laufstil haben, aber es ist natürlich auch schwer, die Hüfte die ganze Zeit zu bearbeiten, dass sie vorne ist. Aber wenn du da einfach so einen Gedanken dran hast, ich finde, man kann das immer so ein bisschen sehen. Ich habe so das Gefühl, wenn ich versuche, die Hüfte nach vorne zu kriegen, ist das immer so, wie wenn du beim Automatikwagen noch mal mehr aufs Gaspedal drückst, dass du das Gefühl hast, dass du nach vorne kommst. Und da werden wir jetzt mal dran arbeiten. Und gut ist, wenn wir Punkte haben, mit denen du gut umgehen kannst, also dass wir einen Werkzeugkasten nehmen und da keine Werkzeuge rausnehmen, die du noch nie irgendwie gesehen hast, sondern dass wir eben mit Bildern arbeiten, die dir dabei helfen, dass du da hinkommst. Und ich finde mal ein gutes Beispiel ist, wenn du zum Beispiel so eine Art Marionette hast oder auch einen Luftballon, was du dir eben besser vorstellen kannst, was du quasi oben am Kopf platzierst, der dich wirklich mal so nach oben zieht. Geht gleich direkt hoch. Ja, genau. Also so, wenn du dir einmal so Gewicht draufsetzt, dann knickst du so zusammen und jetzt versuchst du dich einfach mal hier oben mal nach oben zu ziehen und dann wirst du gleich merken, wenn du dich so nach oben ziehst, dass da auch wirklich so die Streckung reinkommt. Mhm. So. Und wenn wir das jetzt einmal so ins Laufen nehmen, versuchst du jetzt einfach mal dieses Gefühl mitzunehmen, dass du hier, ja, dass du vom Oberkörper oder vom Kopf direkt nach oben gezogen wirst, ja, dass der Kopf so der Punkt ist, der nach oben will. Arme und Schultern lässt du weiterhin genauso locker. Und das Wichtige ist, dass wenn du losläufst, dich eben hinstellst, einmal ganz bewusst dich nach oben ziehst, auch guckst, dass die Hüfte eben nicht hinten ist, sondern der ganze Zug durch den Körper geht und dann versuchst du mal loszulaufen. Das wäre so der erste Punkt, den du mal mitnimmst. Das probieren wir dann mal aus. Und eben mit dem Bild, den du hast, wenn der so die Marionette noch nie im Werkzeugkasten vorgekommen ist, sozusagen, nimmst du lieber den Luftballon oder aber ein Beispiel dafür, dass du versuchen willst, deine ganze Wirbelsäule auseinanderzuziehen, dass es nach oben geht. Alles klar. Also wir stellen uns gerade hin, Arme locker. Du lässt dich nach oben ziehen und dann mit dem nach oben gezogenen laufen wir einfach mal los. So, es war der Luftballon. Es war der Luftballon. Auf jeden Fall. Den kann ich mir gut vorstellen. Das ist schon mal gut. Beim Rudern habe ich auch immer eher die Marionette, die mich so hält, aber der Luftballon ist ziemlich gut, weil nämlich auch der Punkt vom Aufsatz, also wenn du den zum Beispiel hier vorne ansetzt, ja, dann zieht er dich ja eher so nach oben oder wenn er dich weiter hinten ansetzt, dann zieht er dich ja quasi eher über die Wirbelsäule vor und du gehst ganz automatisch so ein bisschen mit dem Kopf nach hinten. Ja. Das wäre so der zweite Punkt, den wir uns einfach mitnehmen, weil dir ist auch aufgefallen, dass so deine Blickrichtung auch mehr so Richtung Horizont geht und du guckst, wo es lang geht. Ja? Ja. Da wären wir genau wieder bei dem Punkt. Du darfst dir gar nicht so diese Mega-Strecke vorstellen, die du zurücklegen musst, sondern eher kurze Punkte. Für mich ist da ein Bild ziemlich gut, wenn ich so meine Blickrichtung nehme, weil die Blickrichtung steuert nämlich auch so die gesamte Körperachse. Wenn ich jetzt eher irgendwie weit nach vorne gucke, dann ist es so ein bisschen der Hans Kuck in die Luft. Ja, ich gucke nach vorne, was ist da? Und dann gehe ich automatisch, wenn ich nach vorne gucke, so ein bisschen in die Rücklage. Ziel ist es aber, dass wir so eine Blickrichtung haben, die ja so zwischen 7 bis 10 Metern liegt, also schon eher relativ nah. Und für mich ist dann ein ziemlich gutes Bild, dass ich laufe, wie wenn ich eine Stirnlampe auf dem Kopf habe. Also okay, ich laufe abends. Den Weg vor sich ausleuchtet. Genau, ich leuchte den Weg vor mir aus. Das ist immer so mein Bild. Kannst du gerne auch ein anderes nehmen. Aber du setzt den Luftballon eben einen Ticken weiter hinten an. Er zieht dich nach oben und deine Blickrichtung ist so zwischen 5 oder 8 bis 10 Metern. Und dann versuchst du mal, was da schon wieder in deinem Körper vorgeht. Ich habe auf jeden Fall gleich ein Grinsen im Gesicht, wenn ich mich vorstelle mit Stirnlampe und Luftballon auf der Strecke. So ist es, genau. Okay. Also, du stellst dich wieder so hin, richtest dich auf, Blickrichtung geht so, dass du dein Blickfeld eben schön ausleuchtest, es ist stockfinster und du hast eine richtig gute Stirnlampe auf dem Kopf, willst sehen, wo es hingeht und dann läufst du los. Alles klar, los geht's. Thank you.
Ja, ist tatsächlich gar nicht so einfach, dann eben diesen Kompromiss zu finden zwischen wieder Hüfte vor, ja, und Oberkörper und dann aber trotzdem den Kopf nicht nach hinten zu nehmen. Das, genau, ist tatsächlich was, dann, wo ich dran arbeiten muss. Und bei der Blickrichtung ist wichtig, dass du eben nicht zu sehr mit den Augen steuerst, weil du kannst ja auch so laufen und die Augen blicken nach unten, ja, aber, ja, dein Kopf steuert quasi immer noch anders. Deshalb schön darauf achten, dass der Luftballon wirklich einen Ticken weiter hinten sitzt und ruhig so in Richtung des Doppelkinns gehen. Wenn du zum Beispiel Patrick Lange siehst, der hat wirklich immer einen richtig schönen Bogen im Oberkörper und hat den Kopf so einen Ticken nach hinten genommen. Also wenn er ein bisschen dicker wäre, hätte er immer eine gute Wulst und ja, dann da ist nichts zu machen bei Patrick. Genau, aber das wäre so der Punkt, den du mitnehmen kannst, dass du eher den Kopf ein bisschen steuerst, ja, zum Ausleuchten anstatt die Augen. Aber wie fühlt es sich jetzt für dich schon an, wenn du so dieses Gefühl hast, dass der Luftballon da ist? Hast du das Gefühl, dass da schon mehr Leichtigkeit über den Boden kommt oder dass du immer noch einen harten Aufsatz hast? Nee, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass, also erstens muss ich mich bewusst dazu zwingen, das hängt wahrscheinlich auch mit meiner Rumpfstabilität zusammen, sodass ich das wirklich nach vorne bewege und dann merke ich automatisch, das geht dann gar nicht mehr, dass man die Füße auch so weit nach vorne aufsetzt, ne? Sondern dass man dann eher sie unter dem Körper platziert. Das kommt quasi von alleine, ja. Genau, das, was du ansprichst, ist dann so ein bisschen der Laufstil vorne kurz, hinten lang. Also wir versuchen gar nicht irgendwie so extrem weit nach vorne zu greifen, ja, weil wir dann haben wir gar nicht mehr den Schwung nach, ja, vorne, sondern wir wollen versuchen, dass wir den Fuß wirklich schön ziemlich unterm Körper Schwerpunkt aufsetzen, dass wir eben uns hier lang abdrücken können. Das wäre so das Allerwichtigste. Wenn wir jetzt dahin gehen, dass wir eben hier unseren Kopf schön ausgerichtet haben, den Luftballon uns hochziehen lassen, könnten wir noch gucken, dass wir uns hier mehr spannen, also dass du dafür ein Bild bekommst. Ein gutes Bild, finde ich, ist zum Beispiel dafür, wenn du so eine Latzhose anhast oder, ja, zum Beispiel einen Rucksack, der dich so ein bisschen hier so ein bisschen sitzt und du da aber Gummistrüppen dran hast und den einmal so aufspannst, dass du richtig, ja, merkst, hier geht's nach vorne, ja, oder wenn du zu lockere Hosenträger hast, dass du hier die Hosenträger spannst, ja, okay, also du hast eine Hose an mit Hosenträger und willst die hier so ein bisschen spannen, das wäre so die Richtung, dass du eben hier untenrum nochmal besser vorkommst. Und das Wichtigste ist immer, wenn du losläufst, Checkpunkt, das Wichtigste immer nach oben ziehen lassen, Blickrichtung, und dann kommt hier auch die Hüfte. Alles klar. Also. Gut. Auf geht's. Los geht's. Hinstellen, Luftballon, Doppelkinn, Blickrichtung. Blickrichtung, ja. Genau. Rucksack. So ein bisschen mehr über die Kopfhaltung. Ja, lieber irgendwie Rucksack vielleicht einen Ticken zu schwer, weil er dich dann nach vorne zieht. Vielleicht so über die Hosenträger, dass du die spannst. Okay. Ja, Hüfte vor. Okay, los geht's. Und dann. So, wird's leichter. Hosenträger gespannt, Blickrichtung. Hosenträger, was? Ja, Blickrichtung ist so das Komplizierteste. Da merke, ja, ich tatsächlich immer noch den Hans Kuck in die Luft, wie, ja, du gesagt hast. Also mehr abends laufen. Genau, da abends dann mit Stirnlampe ausleuchten. Ja. Für mich persönlich ist immer so das Schwierigste, wirklich irgendwie hier die Spannung reinzukriegen. Ich krieg's ganz gut über eine gute Körperhaltung und da finde ich so, der Punkt, den ich auch selber immer am meisten merke, wenn es anfängt, so irgendwie, dass ich so ein bisschen zusammensacke, ja, dass man sich wirklich aufrichtet und da schon die Hüfte ein bisschen vorbekommt. Was jetzt noch ein bisschen auffällig ist, ist, dass du relativ lange auf dem Boden stehst sozusagen, dass du, ja, versuchst mal ein bisschen höhere Frequenz reinzukriegen, okay, ohne dass du viel schneller läufst. Heißt, Schritte vielleicht ein bisschen kürzer machen. Und dadurch einfach eine geringere Bodenkontaktzeit zu haben, weil wenn du nicht schneller läufst, aber mehr Schritte machst, muss ja irgendwo die Geschwindigkeit herkommen. Und die holst du dir dadurch, dass du einfach einen Ticken flotteren Aufsatz hast und einen guten Abdruck. Okay, nächste mit den anderen drei Punkten, die wir noch mitnehmen. Alles klar. Gut, dann probieren wir das nochmal. Also, hinstellen, Luftballon, Lampe, Doppelkinn, Hosenträger. Genau, ruhig kürzere Schritte.
Man sieht auf jeden Fall von der Körperhaltung, dass er da bewusster ist, auch die Brust ein bisschen stolzer trägt sozusagen. Was jetzt gerade noch nicht ganz so auffällig ist, ist, dass er versucht, mal eine bewusst höhere Frequenz zu laufen. Aber das ist zum Beispiel auch eine Sache, die man so ins Training einbauen kann, wenn man zum Beispiel irgendwie Intervalle hat und eine Uhr hat, die die Trittfrequenz und die Bodenkontaktzeit nimmt, sodass man da mal sehen kann, wie man wirklich arbeitet. Und da ist es wirklich auffällig, wenn man mal darauf achtet, wie die Schrittfrequenz ist, dass es wirklich funktioniert, die Schrittfrequenz anzuheben. Dann ist natürlich die Schrittlänge ein Ticken kürzer, aber wir wollen ja auch eher dahin kommen, dass wir einen lockeren Schritt haben, und das kriegen wir wirklich damit zustande, dass wir eine etwas höhere Schrittfrequenz haben und dadurch das Gesamtsystem am Laufen lassen, ohne dass wir uns immer so stark einsinken lassen. So, was sagst du? So, ja, ich bin mal gespannt, was du sagst, wie dein Empfinden ist, ob du es richtig umgesetzt hast, was wir haben wollten, dass du die Schrittfrequenz erhöhst, oder ob es eher nur das Tempo war und du dadurch das Gefühl hattest, dass die Schrittfrequenz erhöht. Das ist eine gute Frage. Wenn ich meinen Herzschlag höre, dann war es eher wahrscheinlich das Tempo, was ein bisschen angezogen ist. Ja. Das ist wahrscheinlich was echt schwer sofort reinzukriegen ist. Würdest du sagen, ist das was man dann auch messen sollte, wenn es die Uhr hergibt? Genau, wenn es die Uhr hergibt, gerne mal, wenn man wirklich bewusst das im Training übt, zum Beispiel nach dem Einlaufen versucht, die Schrittfrequenz zu erhöhen, ohne das Tempo großartig zu erhöhen, ist es definitiv eine Sache, die man richtig gut mit einer Uhr, die einem das dann im Nachhinein anzeigt oder auch direkt, wobei ich es eher im Nachhinein gucken würde, ohne sich da groß Stress zu machen, kann man wirklich im Nachhinein gut angucken. Und wir werden es jetzt einfach nochmal üben, weil vielleicht war so die Ansage ein bisschen verkehrt oder du hattest einfach nicht so das richtige Werkzeug. Und da versuchen wir jetzt nochmal dir so das Werkzeug zu geben. Und zwar Christoph Daum kennst du wahrscheinlich auch noch. Großartige Zeiten bei Bayer Leverkusen. Und da war es immer zur Saisonvorbereitung, mussten alle immer über heiße Kohlen laufen. Oh, ja, so, okay. Wir haben hier heiße Kohlen oder heiße Herdplatten. Und da ist natürlich wichtig, dadurch, dass du deine Füße nicht verbrennen willst, weil du morgen zum Beispiel noch eine Einheit machen willst, versuchst du jetzt mal wirklich an die heißen Herdplatten zu denken. Kannst vielleicht auch die anderen Sachen so ein bisschen über Bord werfen, weil es ist immer schwierig, einmal die gesamte Checkliste durchzugehen. So grob Studien haben ergeben, dass man sich meistens nur auf ein, maximal zwei Sachen konzentrieren kann. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt einmal so ein bisschen auf die Kohlen und die heißen Herdplatten, dass du es da nochmal hinbekommst, die Schrittfrequenz zu erhöhen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wirklich nur ganz kurz auf dem Boden zu sein. Okay, ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. So, also hinstellen. So, und los, heiße Herdplatten. Du darfst hier gleich einmal stoppen. Christoph Daum hat anscheinend hier nur ganz wenig Kohlen hingelegt. Du bist wirklich gut losgelaufen, also ja. Mit einem schnellen Schritt hast es dann nach hinten hin wieder so ein bisschen verloren. Okay. Es fühlt sich wahrscheinlich für dich extrem komisch an, weil deine Schritte nicht mehr so lang sind genau. Wie sonst. Es fühlt sich fast wie Anfersen an. Ja, genau. Also das Anfersen ist auch gar nicht verkehrt. Also da kommen wir jetzt schon fast zu weit, aber wenn man einen guten Fersenhub hat, kommt meistens auch das Knie vorne ganz gut. Ja, also wir wollen ja hier einen guten Schwung haben und desto höher wir hinten anfersen, umso besser können wir einfach aufsetzen, als wenn wir so einen Schlenderschritt haben, ja, weil dann der Fuß mehr von oben kommt und einen richtigen Abdruck hat. Aber einfach nochmal versuchen, dass du die Kohlen ein bisschen länger ausbreitest und guckst, dass du da die Schrittfrequenz beibehältst. Okay, also next try. Besser als vorher, würde ich sagen. Ne? Also der Probedurchgang war besser als der erste. Ist eine Sache, die schleift sich so ein bisschen ein und da wirklich im Training einfach mal ein bisschen drauf achten. Ich mache es auch häufiger so, dass ich auch gerade in einfach lockeren Laufeinheiten versuche, meine Schrittfrequenz zu erhöhen, ohne dass ich da großartig schneller werde. Ja. Und dann hast du auch
Eine höhere Schrittfrequenz ist meistens auch so ein bisschen Verletzungsprophylaxe. Dadurch, dass wir eben eine geringere Zeit haben, wo wir auf dem Boden stehen, wo das Gewicht einwirken kann, anstatt dass wir so richtige harte Schritte haben mit einer hohen Bodenkontaktzeit, weil die Schritte länger sind und einfach mehr Kontakt auf dem Boden haben, ist es auch eine Verletzungsprophylaxe, so dass du da einfach einen leichteren Laufstil hinbekommst. Ja. Das wäre so der Punkt. Und da musst du gar nicht darauf achten, dass du die Ferse hinten höher bekommst, sondern eher wirklich gute Schrittfrequenz. Genau, was mir jetzt aufgefallen ist dabei, ist, dass dann tatsächlich logischerweise ja auch die Armfrequenz hochgeht. Und das war, da war ich quasi überrascht von, auf einmal, wie schnell sich dann die Arme bewegen müssen. Ja, genau. Das wäre jetzt so der letzte Punkt, auf den wir eingehen, damit die Gesamtcheckliste einfach nicht zu hoch wird. Die Arme sind natürlich ein ganz wichtiges Thema. Einmal, dass wir die schon eher locker vor der Brust halten, ja, dass die nicht irgendwie unten absacken, weil die Arme sind wirklich der Taktgeber. Also wenn wir eine hohe Armfrequenz haben, und das kannst du gleich einfach auch nochmal üben, dass du dich schon hinstellst, eine hohe Armfrequenz hast, laufen lässt, dann wirst du auch merken, dass die Schritte einfach schneller kommen. Deshalb von oben den Taktgeber nehmen und da auch gerne drauf achten. Ich habe selber so ein bisschen das Problem, es gibt auch einen kenianischen Läufer, der früher sein Schulbuch hier vorne gehalten hat und immer nur mit einem Arm geschwungen ist, ja, weil er hier die Schulbücher halten musste. Habe ich auch so, dass ich eher immer so ein bisschen reinboxe, aber gerne gucken, dass eben der Armschwung wirklich geradlinig geht, dass er nicht irgendwie hier reinboxt, weil du wirst sehen, wenn wir hier reinboxen, dreht sich gleich der Oberkörper und wir wollen ja den Schwung hier nach vorne haben. Deshalb eher so ein bisschen an die Eisenbahn denken, die hier geradlinig boxt, dass wir hier schön nach vorne kommen. Und wenn wir den Arm schön schwingen, sieht man hier auch so dieses besagte Läuferdreieck im Arm. Und ganz wichtig, damit hier eben eine Lockerheit entsteht und wir nicht verkrampfen, auch so eine Sache, die ich aus dem Rudern mitgenommen habe. Du kannst dir so diesen Arm komplett als eine Kette vorstellen. Und wenn wir ein Glied festmachen, wird sich das immer aufs andere Glied auswirken. Sehr schön, genau. Und wenn ich jetzt die Hände ganz festmache, dann wirst du merken, der Unterarm ist fest, zieht sich ziemlich in den Ellbogen. Und das ist so eine insgesamte Festigkeit, Steifigkeit, die wir komplett aus dem Arm raus haben wollen. Ja. Deshalb wichtig ist, eher immer ganz lockere Hände. Zum Beispiel, ich nehme vom Rudern, dass man hier so zwei Kanarienvögel hat, dass man den nicht irgendwie so den Gar ausmacht, sondern wer schon mal einen Vogel in der Hand hatte, der ist ganz weich. Und man versucht eigentlich nur, so ein bisschen die Flügel festzuhalten. Die Flügel zuzuhalten, damit er nicht losfliegen kann. Aber oben darf er gerne noch rausgucken und alles machen. Und das ist eigentlich so die Handhaltung, dass wir hier wirklich ganz lockere Hände haben und locker schwingen. Und jetzt kannst du das gleich einmal mitnehmen, dass du eine lockere Handhaltung hast. Arme schwingst und Arme gern mal ein bisschen in einer höheren Frequenz schwingen, sodass du merkst, dass die auch schön mit dem Aufsatz mitkommen. Und da auch darauf achten, wir haben keinen Passgang, sondern wir haben einen Parallelgang. Heißt, wenn das linke Bein nach vorne geht, geht der rechte Arm nach vorne, dass wir da schön... Da darf ich gar nicht versuchen, mich darauf zu konzentrieren, das geht sowieso schief. Also okay, gut. Einfach laufen lassen. Genau, einfach mal laufen lassen, also Konzentration auf die Arme und damit auch auf die heißen Herdplatten oder Kohlen. Vögel, alles klar, los geht's. Sie leben noch. Sie leben noch. Weggeflogen sind sie auch nicht. Sehr gut. Genau, man hat wieder gesehen, dass du da schon eher auch gerade so ein bisschen mehr übers Tempo gehst. Ne? Also wenn du die Schrittfrequenz erhöhst, dass es auch gleich ein hohes Tempo führt. Das ist dann so die Sache, die man wirklich versuchen muss hinzukriegen. Zum Beispiel, wer mal auf die Daten von Simon Müller guckt, der kann eine extrem hohe Schrittfrequenz laufen, ohne dass sein Tempo irgendwie im Bereich von 4,20 oder schneller ist. Das ist so der Bereich, wo ich auch mal gerne hinkommen möchte. Natürlich fällt es kleineren Leuten wesentlich leichter, da eine hohe Schrittfrequenz zu laufen, als zum Beispiel uns, die wir so ein bisschen größer sind. Aber das wäre so genau die Checkliste, die du mitnehmen kannst und die du eben auch über jeden Kilometer oder jeden Lauf gut abarbeiten kannst. Das heißt, du denkst an den Luftballon, an die lockeren Arme und da gehst du einfach, 100 Meter, 200 Meter, es muss gar nicht zu eng hintereinander sein, weil du dann gar keine Chance hast, da wirklich dran zu arbeiten. Aber dass du dir dann wirklich immer diese Punkte vornimmst, immer wenn die Uhr piept, okay, ich fange an mit einem aufrechteren Laufstil, weil mich der Luftballon hier nach oben zieht, lockere Arme. Und das sind so die Punkte, die du mitnehmen kannst. Und da wirst du auch direkt merken, dass du es hinten raus, auch gerade wenn du so dieses Gefühl hast, dass es dich richtig in den Asphalt drückt,
wieder mehr raushebst und du dadurch einfach einen lockeren oder einen leichteren Lauf hast und dadurch eine bessere Bodenkontaktzeit hast, die dich einfach nach vorne bringt. Alles klar. 42 Mal Checkliste. Das wird. Vielen Dank, Lars. Genau. Und immer wichtig, nicht auf alle Punkte konzentrieren, sondern maximal 2 Punkte, die du in Fokus nimmst. Wenn ich jetzt einmal hier den Luftballon nehme und dann die Arme zum Beispiel, dass ich dann erst im Nachgang auf die Füße gehe und gucke, dass ich eher dann eben die heißen Herdplatten, die Kohlen habe und dann hoffe ich, dass der Luftballon mich weiterhin von alleine im Hinterkopf behält. Das hoffe ich auch. Sehr schön. Dankeschön. Auf geht's. Wir versuchen es umzusetzen. Machen wir. Auf geht's.